Nein, ich muss mich nicht rauskämpfen. Mann, zieh dich an! Crispin! Nein, nein, warte. Pierce, stimmt's? Warst du das, Pierce? Die Auktion? Du lässt die Scheiße auf mich regnen? Weil hier regnet's echt eine Menge Scheiße. Bleib schön stehen. Damit kommst du mir nicht so einfach davon. Du hast mich ins Knie gefickt, in meinem Scheiß geschnüffelt. Und meine Pläne durchkreuzt. Was weißt du? Der andere Hacker aus dem Mellow. Ja, das da ist meine Währung. Mein Meisterstück. Und du willst es mir wegnehmen. Du hast etwas sehr viel Wertvolleres von mir. Ich hab was von dir? Motherfucker, ich kenn dich nicht mal. Folgen Sie Irek. Ich will Irek nicht folgen. Ich will eine Aufnahmepause machen. Du willst meine Familie verlieren? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. In mein Haus einbrechen? Für einen Scheiß-Server? Weißt du, wer ich bin? Weißt du's? Unu? Ein Möchtegern-König in einer winzigen Burg. Du liegst falsch! Und du bist Lucky Quinns Schoßhund. Fick dich! Fick dich! Ich kenn Typen wie dich, du Wichser! Selbstgerechte Weltverbesserer! Hab euch dutzendfach vom Schlachtfeld getragen! Okay, jetzt kommt also der Arena-Kampf in diesem Spiel. Familie wird dich schon wiederbekommen. Vielleicht Stück für Stück, ha? Aber wenn ich fertig bin, setz ihn die nächsten. Hast du blaue Kinder? Brüder und Schwester? Du fängst meine, ich fäng deine, Fotze! Na, auf sowas habe ich ja jetzt Bock. Es wird niemand herkommen, um der traurigen Arsch zu rennen. Dein Scharfschütze ist raus! Die Bullen trauen sich nicht! Scheiße, hier draußen bin ich, Polizei! Du wirst allein sterben, Mann! Bring den Scheißkerl um! Na geil, auf so einen Arena-Kampf habe ich ja jetzt richtig Bock. Hallo? Was ist das? Danke, Mann, wir werden hier draußen gefickt! Hey, G, nimm die Granate! Jo, fall ihm in die Seiten! Herhört, wir müssen... Da bist du ja! Nachladen. Fang nie Krieg mit einem Soldaten an! Ich hab keine Lust hierzu. Wir labern ein bisschen. Ich werde mir all deine Dateien nehmen. Die ganze harte Arbeit. Weg. Das Mello ist ein schickes Hotel. Ein Haufen reicher, weißer Ficker mit viel Geld. Du weißt es von mir. Irgendwann wirst du es auch weitererzählen. Geheimnisse werden verraten. Eine Menge Leute sterben sogar für diese Geheimnisse. Das ist der Fluch der Macht. Ach ja, komm, nur hör auf zu labern. Wir machen hier keine Geschäfte. Du wolltest kämpfen, Pierce. Spielen wir es zu Ende. Wird nicht viel von dir übrig bleiben, was wir begraben können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah! Jo, das habe ich befürchtet. Ich habe befürchtet, dass das so laufen wird. Scheiße. Du willst meine Familie ficken, hä? Oh nein, jetzt fängt er schon wieder an zu labern. Ein Möchtegern-König in einer winzigen Burg. Du liegst falsch! Und du bist Lucky Quinns Schoß. Nee, das will ich nicht. Fick dich! Fick dich! Ja,
Oh nein. Selbstgerechte Weltverbesserer. Tja, hör doch mal auf zu labern, du Affe, ey. So, dann die vollautomatische Schrot. Naja. Vielleicht Stück für Stück, ha? Und wenn ich fertig bin, setz sie die nächsten. Hast du Frau und Kinder? Brüder und Schwester? Du fängst meine, ich fäng deine. Fotze! Es wird niemand herkommen, um der traurigen Arsch zu retten. Dein Scharfschütze ist raus! Bla 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 bla. Auf keinen Fall, Mann! Niemals! Granate da rein! Verdammt, nein! Sucht euch Deckung! Runter! Runter! Da! Er ist an mir dran! Na, nun mach schon. Oh, nachladen. So. Nein, nicht die Waffe wegstecken. Dahin. Dahin. Die ganze harte Arbeit. Weg. Lass mal los, ein schickes Hotel. Das bringt mir nichts. Oh, shit. Oh, shit. Du weißt es von mir. Irgendwann wirst du es auch weitererzählen. Geheimnisse werden verraten. Eine Menge Leute sterben sogar für diese Geheimnisse. Das ist der Oh, wir machen hier keine Geschäfte. Du wolltest kämpfen, Pierce. Spielen wir es zu Ende. Ich habe ein Auge auf dich, Pistenke. Das ist mein Kind. Hurensohn, so will ich nicht abtreten. Okay. So. Nein. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo kommt er lang? Da kommt er lang. Da kommt er lang. Und dann legen wir ihm noch eine in den Schoß. Ich hab noch nie verloren, Pussy. Hättest nicht herkommen sollen. Und achtet auf die Bullen. Da kommen ja jetzt noch mehr. Shit. Alter. Geh um die Ecke, Aiden. Geh um die Ecke. Oh, wei. Geschafft, geschafft, geschafft. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Irak beschützte einen Haufen Erpressermaterial. Aber er wollte noch mehr. Er wollte das Video aus dem Mello. Er hat es nie gefunden. Die Viceroys werden sich neu formieren. Ein neuer Anführer wird kommen. Und Bedbug? Er hat die Chance auszusteigen. Hoffentlich ergreift er sie. Hoffentlich ergreife ich die Chance. Hier noch was reißen zu. Halb. Oh! Ach cool. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank war das nicht so ein hoher Schwierigkeitsgrad. Uiuiuiui. Im zweiten Durchlauf noch hingekriegt. Na? Fortschritte? Ich weiß, was ich tue. Du musst mich nicht überwachen. Das glaube ich doch. Als Team waren wir immer stärker, das weißt du. Keine Schwäche, das zuzugeben. Mal ehrlich. Ohne mich hättest du die Daten nicht. Und du hast sie, oder? Ja, ich habe alles. Ich will Nikki. Mein Gott, es war richtig, dich zu involvieren. Siehst du, wir waren das. Jetzt bring sie mir. Direkt. Keinem anderen.
Puh, ich habe eine schwierige Mission geschafft. In einem für mich. Ich gebe es zu, es hätte einen leichten Tacken schwerer sein können. Aber so ist es auch okay. Ich will ja im Spiel weiterkommen. Und jetzt möchte ich erstmal zur nächsten. Ach komm, die Sehenswürdigkeit gucken wir hier mal schnell. Rossi Freeman. Auswählen für mehr Details. Das berüchtigte soziale Wohnungsbauprojekt von Rossi Freeman war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Idealisten dachten, sie könnten eine, ihr könnt das gerne selber lesen. So. Kann ich denn hier Geschenke deponieren? Aha. Okay, hier kann ich mir also nichts weiter angucken. Alles klar. Doch, es gibt nochmal so eine Übersicht von Rossi Freeman. Aber, ach, hier ist die Sehenswürdigkeit. Alles klar. Gut, dann mache ich an dieser Stelle wieder mal eine Aufnahmepause. Ich habe eine Stunde aufgenommen. Ich bin heute nicht so nervös wie bei der letzten Aufnahmepause, als wir uns da bei T-Bone rauskämpfen mussten. Das war... Nee, doch, der Schwierigkeitsgrad passt schon. Das beim letzten Mal fand ich schon sehr aufregend. Und jetzt habe ich genug gelabert. Ich müsste eigentlich noch ein paar Minuten vollkriegen, weil jetzt ist ziemlich genau eine Stunde Aufnahmezeit. Es ist genau eine Stunde Aufnahmezeit. Und da ich auch noch Ladebildschirme und sowas rausschneiden werde, wird wahrscheinlich die... Vielleicht mache ich auch noch zwei Folgen, wären zweimal 30 Minuten, das ist ein bisschen lang. Und dann wird wieder eine dritte Folge von dieser Mission erscheinen oder erschienen sein, wenn ihr diese hier guckt, die nicht ganz 20 Minuten lang ist. Ich danke fürs Zugucken, ich freue mich, dass ihr was zu lachen hattet. Bei meinen Schießkünsten, bei meinen Spielkünsten. Und ich freue mich umso mehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Es macht Spaß. Es ist stellenweise lächerlich, wie ich spiele, aber es macht Spaß. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Lala. Da sind wir wieder bei Watch Dogs und da telefonieren wir wieder. Du machst eine Menge Lärm, aber machst du denn auch Fortschritte? Ich weiß, was ich tue. Du musst mich nicht überwachen. Das glaube ich doch. Als Team waren wir immer stärker, das weißt du. Keine Schwäche, das zuzugeben. Mal ehrlich. Ohne mich hättest du die Daten nicht. Und du hast sie, oder? Ja, ich hab alles. Ich will Nikki. Mein Gott, es war richtig, dich zu involvieren. Siehst du, wir waren das. Jetzt bring sie mir. Direkt. Keinem anderen. Naja, das ist doch meine Ansage. So, ich habe jetzt wieder 3 Tage, glaube ich, nicht gespielt und ich... Muss wohin? Wo muss ich hin? Wo muss ich? Hallo? Da wird mir das Ziel angezeigt und hier sehe ich es gerade gar nicht. Hallo? Ah. Da klopft einer an. Nee, nicht bei mir. So, wie kam ich denn hier nochmal raus? Hatte ich hier nicht ein Motorrad? Hatte ich hier nicht ein Motorrad? Hatte ich hier nicht ein... Ja. Oh, und wie immer beim Aufnahmestart heißt es erstmal... Guck mal, wenn er gekrochen kommt. Rache ist süß. Was? Wer bist du denn? Wer bist du denn? Was willst du denn jetzt? Wo bist du jetzt hin? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Nö, er hat sich verabschiedet. Ich bin mitten auf der Straße, du Honk. So, ich würde aber, bevor ich mich da um die Kampagne kümmere, doch mal kurz einen Shop besuchen. Da gibt's einen Shop. Hallo? Nee, Handyspiel? Ach, Mist, die Shops sind ja weiß. Ja, alles klar. Ich habe gerade auf die blauen Symbole geguckt. Hier gibt's
Erstmal nix. Dann, ja, da erstmal hin. Und dann bin ich in der falschen Richtung gefahren. So. Wow. So, da düste der Aiden. Schon wieder über dieselbe Autobahn wie in all den anderen Folgen. Ja, ja. Honk. So eine Laterne ist hier bei Watch Dogs nicht gerade stabil gebaut. Die kann man einfach so mit einem Motorrad umfahren. Gott sei Dank. Und da brüllen die Leute sich schon was zusammen. Da lang. Oh, noch ein Kilometer. Da komme ich knapp durch. Poller will ich gerade nicht hochfahren. Upsa. Ja, die Steuerung in diesem Spiel ist interessant. Mein Verbrechen möchte ich jetzt auch nicht aufklären. Ich möchte mir erstmal explosives Zeug besorgen. Und da wären wir auch schon. So. Guten Tag. Wie geht's denn? So, dann. Womit kann ich dir helfen? So. 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 Dankeschön. Alles klar. Dann bitte hier mal herstellen, was geht. Hier mal herstellen, was geht. Ja, pff, hey. Neu kaufen. Suchst du irgendwas? So. Wonach suchst du? Sag's einfach. Ja, ich bin doch dabei. Drängel nicht so, Kollege. So. Ein echtes Schnäppchen. Ja. Hallo. Und hier nochmal aufstocken. Hey, ja. Sehr gute Wahl. So, was habe ich denn hier noch? Kann ich hier noch irgendwas Interessantes? Ach, die Herstellungsfähigkeit, dafür muss ich erst freischalten. Na toll. Auch davon habe ich ja noch eine Menge. Alles klar. So, jetzt können wir uns der Mission widmen. Der Kampagne. Das war doch von hier aus nicht so weit weg, oder? Na, sieh. Jo. Alter. Ja, die ganzen Zusatzmissionen habe ich beschlossen, werde ich nach Abschluss der Kampagne. Okay. Der Typ muss in der Nähe sein. In Angriff nehmen. Okay, jetzt ist Aiden fertig mit Reden, alles klar. Ja, ich werde erstmal die Kampagne abschließen, dann werde ich wahrscheinlich ein kleines Sightseeing-Video machen. Das werde ich dann allerdings zusammenschneiden, die schönsten Stellen, die ich so finde. Weil ich glaube, das ist nicht gerade sehr interessant, wie ich hier durch die Gegend fahre. Und heute ist mir das Spiel dann doch ein bisschen zu laut. Dankeschön, etwas leiser geregelt. Und ja, erstmal Sightseeing-Touren machen, das werde ich zusammenschneiden, weil in der Kampagne sind wir ja schon genug durch die Gegend gefahren. Und ich weiß, ich könnte auch die Schnellreise benutzen, aber nee, das macht mir die Atmosphäre kaputt. Ich finde es so viel schicker, wenn man wirklich hin und her fahren muss. Und auch in der Hoffnung, dann für die Sightseeing-Tour noch ein paar interessante Sachen zu finden. So, jetzt bin ich. So. Da ist der Eingang. Schon wieder alles vergessen. Und da sind wir in Akt 4. Waren wir vorher nicht schon in Akt 4? Betreten Sie die Bunker und analysieren Sie IREX-Daten.
eine Sekunde. Fortschritt. Oha, 8 Missionen in Akt 4. Das wird wohl der finale Bosskampf sein. Na gut, dann... Ne, was? Habe ich das gerade richtig gesehen? 29% Fortschritt, was fehlt mir denn da noch alles? Verbreche? Ach, die Fixeraufträge, die Gangverstecke, Untersuchungen habe ich noch gar keine abgeschlossen. Will ich jetzt auch, wie gesagt, nicht. Mache ich alles im Anschluss an die Kampagne. Und ja, ich sag's nochmal, ich werde das alles eher kürzen und zusammenstellen. Okay, legen wir los. Hey, siehst du das? Nette Arbeit. Das ist so viel, Aiden. Aha. Ja, wir müssen das nur durchsuchen und deinen Namen finden. Tja, nun, du hast Glück. Weil in dem Chaos sind massenweise Namen. Und jeder Einzelne hat Dreck am Stecken. Dreckige Korps, der Club, gierige Mogule, sogar stadtbekannte Gutmenschen. Irek wollte die ganze Stadt erpressen. Hm. Was ist das? Auch vom Server? Ach, Teufel auch! Da hackt sich einer rein! Wir werden alles verlieren! Halt ihn auf! Jetzt! Was machen wir? Das Signal zurückverfolgen. Wenn wir die Quelle finden, können wir seinen Zugang abschalten. Beeilung! Hm, okay. Hab ich das nicht mal mit dem anderen Controller bedient? Ach, je. Ach, komm schon, Mann, die reinste Malware-Flut. Oh, ja, Jungs, habt euch mal nicht so. Was? Wow. Das irritiert mich dann doch ein wenig. So? Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Na, wie gut, dass das hier nicht auf Zeit geht. Oh Gott. Da kann ich nur so. Ach. Oh. Er deaktiviert unser Schutzprogramm. Ja, ja. Dich bitte. So. Ah, okay, da sind. Oh, 3 auf Zeit. Werde ich erstmal die anderen verstellen. Dieses Geflacker ist ja nervig. Dachte, wir wären sicher, verdammt! So, du bist egal. So. Ich. Hallo. Dich. Oh, nö. Was hast du getan? Wie ist der reingekommen? Was? Gibst du mir etwa die Schuld? Ich versuche mich hier gerade ein bisschen zu beeilen, weil ich glaube... Ich weiß nicht, wer er ist, aber wenn ich tippen Hallo? Müsste, sieht es nach Defaults Handschrift aus. Der schäbige Hacker lässt sich anheuern. Oha. Er ist gut. So. So? Ich werde versuchen, ihn anzupicken. So und so, gut. So. Mal sehen, wo uns das hinführt. Ich so. Tue, was ich kann. Wir verlieren zu viel Boden. Ah, da ist er ja. Default. Das ist Default. Der Dreckskerl. Hallo Default. Ich habe schon auf dich gewartet. Clara, wer ist das? Er scheint dich zu kennen. Je sais pas, je... Ich weiß nicht. Ich spiel's ab. Es war gar nicht schwer, sie zu finden. 2 Männer. Einer ein Hacker, der andere ein Fixer. Wenn ich mich nicht irre. Hab vorher nie von denen gehört. Ich kann das erklären. Ich wollte es dir sagen. Gute Arbeit. Den Namen bitte. Haben Sie vor, Ihnen was anzutun? Wann hat Sie das je interessiert? Ich bin sicher, die Summe ist zufriedenstellend. Damien Brinks und Aiden Pierce. Aiden? Da klopft einer an. Clara. Aiden, er versucht uns den Scheiß zu löschen. Wir müssen ihn schleunigst rausschmeißen. Aiden, komm schon! Tiefschuss hochziehen, ich dreh den Saft ab! Aiden. Wer war das?
Wer hat das befohlen? Wenn ich's wüsste, würde ich sagen, das schwöre ich. Es tut mir so leid. Geh mir aus den Augen. Kannst du es finden? Ja, bin schon dran. Dieser Mist. Komm schon, Mann. Mach hin. Mist. Wo willst du hin? Der Scheißkerl hat uns die Mutter aller Viren geschickt. Er hat alles kopiert, was wir hatten, und von unserem System gelöscht. Er weiß genau, wie er uns abschalten kann. Ich muss den Backup-Tower rebooten. Ohne den, kein Default. Kein Default, keine Daten. Ich gehe. Nein, 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 nein. Ich gehe. Ich mach mir gern mal die Hände schmutzig. Weißt du was, Aiden? Du wirst wohl Damien noch eine Weile hinhalten müssen. Mit dem komme ich schon klar. Ich rufe dich an, wenn ich fertig bin. Viel Glück, Amigo. Ratboy hat einen Fehler gemacht. Ja, der Plot zieht an. Überall Verrat. Überall Hintergangenschaften. Was für ein Ding? Hintergangenschaften, genau. Haben wir hier neue Videos? Was für ein Spieler auch spielt, dieser Default. Er bringt Nikki in große Gefahr. Er geht mir mächtig auf den Sack. Aber jetzt muss ich Damien hinhalten. Okay, sorry, das hat gerade ein bisschen die Atmosphäre kaputt gemacht. Ich bin mit den Tasten wieder mal durcheinander gekommen. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. So, ja, wir telefonieren mal wieder. Wo bist du? Vor einer Minute machst du Versprechungen, dann nichts. Kein Piep. Dieses Mal treffen wir uns. Persönlich. Wie altmodisch. Hast du denn etwas für mich? Wir reden. Oh, Aiden. In dem Fall sag ich den Ort. Na gut. So, Bunker verlassen. Ich bin gespannt, wie stark der Schwierigkeitsgrad jetzt anziehen wird und ob ich damit klarkommen werde. Das ist ja auch noch interessant. Mal gucken, wie sehr ich mich anstellen werde. So, verlassen. Das ist schon mal... Okay, die erste Hürde haben wir genommen. Wir haben den Bunker erfolgreich verlassen. Und suchen jetzt noch erfolgreich unser Motorrad. So, und aufsitzen. Ich bin... Ja... Ja, ich glaube, ich bin ganz gut ausgestattet. Ja, ja. Ja, alles klar. Nee. So.